Hallo Intro. Hallo Jojo. Trolli will nicht mehr reden. Trolli muss essen, was soll das? Gott ist tot und wir haben ihn getötet. Ich hasse es, mein zweiter Spielleiter, unter dem ich jemals existierte, der hat sich immer als Gott bezeichnet und auch sonst immer irgendwie dann, wenn Gott es so will und so ein Gedöns. Bah. Aber es reichte, um dich zum Reden zu bringen. Jo, alles klar. Also, Daddy. Wie spielt man auf dem Spielleiter? Ja, ja. Ihr kriegt Edge zurück, weil du mir letzte Woche einen Folgentitel für die zweite geschenkt hast und Jojo so lieb zu dem Evo-Dude war, sowas Nettes haben wir noch lange nicht, haben wir lange nicht erlebt, steht hier. Super. Ich war voll nett. Ach so, und dann? Das kriegst du auch noch nicht. Das kann, warum steht denn das hier? Das gehört da eigentlich zum Spiel. Naja, kann ich euch gleich jetzt machen. Pass auf. Manche Konzerne haben ja mehr Tochterfirmen, wo man nicht direkt weiß, dass sie dazugehören, und manche weniger. Horizon. So. Und die mehr haben, die haben irgendwann mal gesagt, ey, unsere Töchter haben dann gar nicht AAA-Status, sondern weniger. Vielleicht ja kein A. Und das hier ist, für die ist das übelst nervig, deren Konzernmagiern irgendwelche extra Lizenzen dauernd zu beschaffen und dann immer darauf zu achten, dass sie sich in den Staaten an die Regeln halten. Wollen wir nicht mehr! Und dann sind diese Leute zum Konzerngerichtshof und haben gesagt, wollen wir nicht mehr! So, und da das vor allen Dingen so Konzerne sind wie Zelda und Aztec und ich nicht nach SR5-Konzernrangliste spiele, haben die sich dann auch durchgesetzt. Und wieso ist die denn anders? Die SR5-Konzernrangliste ist, naja, schmeißen Zelda-Gruppe auf Platz 2, holen MCT schön nach oben, aus welchen Gründen auch immer, aber jetzt müssen wir uns ja nicht so genau überlegen. Insgesamt kommen alle asiatischen Scheißficker nach oben und der ganze Rest, der zerklatscht mal einfach, komm, braucht keine Sau. Auf jeden Fall. Oh. Was war das letzte? Genau, deswegen ist es, da haben sie gesagt, okay, die Lösung ist, in keinem Staat der Welt darf mehr Emarcher, wegen der Menschenrechte natürlich, dazu gezwungen werden, öffentlich auszustrahlen, dass er Marcher ist. Wenn eine Bulle kommt und sich den Sinn anguckt, klar, beim Bezahlvorgang, je nachdem, wenn es was ist, was irgendwie hier Waffen und so ein Shit auch, ja, also alles, wo man halt allgemein den Sinn angucken kann, kannst du es sehen. Aber wenn Jojo zum Beispiel über die Straße spaziert und da irgendein x-beliebiger Ficker ankommt und das eine Gegend ist, wo sie ihre Sinn lieber ausstrahlen müsste, dann steht da nicht, dann sieht man die Sinn allgemein nicht mehr, sondern dann sieht man nur noch halt scheiß Pan und dass die Behörden auf die Sinn zugreifen können, weil so ein grünes Häkchen. Und dann haben die Staaten gesagt, zum Beispiel Russland, ey, wir wollen aber auch voll rassistisch sein, was soll die Scheiße, wir haben keinen Bock mehr, wir legen jetzt mal unsere ganze Macht und Souveränität in die Waagschale. Dann haben sie die reingelegt und gesagt, oh. Ende. Ne? Ja, kann ich verstehen. Das ist wie, wenn ich meinen Penis in der Waagschale lege. Dann denke ich mir, oh, oh. Passiert nicht viel, ne? Na, ich sag mal so, wenn man auf die andere Seite ein Kieselsteinchen legt, dann wird die Waagschale zum Katapult. Was wird denn katapultiert? Na, offensichtlich nicht der Stein. Penis. Okay. So, in der letzten Folge. Und ab jetzt rede ich nicht mehr, ich muss essen. Gut, dass wir das so schön zusammengefasst haben, dann können wir hier weitermachen. Den Rest schneidet Trolli dann einfach rein, wenn der sprechen kann. Du weißt nicht mehr, was letztes Mal passiert ist, oder? Ich weiß, was da letztes Mal passiert ist. Ich will das aber nicht reden. Du jetzt mal die Zusammenfassung machen. Nicht immer ich, armes Schwein. Selber Schwein. Ja. Die hat sich doch schon als Schwein tituliert. Da kannst du nicht sagen, selber Schwein. Na doch. Hat ja geklappt, wie du hörst. Nee, also ganz einfach. In der vorletzten Folge wurde ja eine Gang gewiped. Und dann haben wir alle Leute zusammengeräumt, dann hat sich das alles noch verschlimmert.
mit der Bewachung und so weiter, dann mussten wir quasi, weil wir da ja recherchiert haben, haben wir dann unsere Leute zu deren zu Freunden geschickt, dass die da aufpassen. Und da wurden dann halt unsere Leute umgebracht. Und so waren Prosties. War ziemlich kacke. Und jetzt sind wir auf Rachefeldzug. Und dann wurde noch viel gesoffen und war alles kacke. Du bist auf... Ach nee, ihr seid schon das. Ja, stimmt schon. Ihr als Spieler nicht, ja. Na schon, doch. Ich mochte die beiden Prossis. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Rachefeldzug. Du guckst Machst ja nur von hinten durchs Fernglas. Ja, eben. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Und beißt in so ein Schokotörtchen. Nö. Ich will vielleicht auch durch irgendwelche Ferngläser gucken, aber da drunter wird ein Gewehr liegen und dann werden Köpfe rollen. Was ist denn das für eine Muschi-Taktik? Ja, wir können auch einfach singen. Wie war das? Gott sei Dank, Mann. Nein, Gott sei Dank, Mann. Hab ich eine Pumpgun und dann gehen wir da rein. Das ist eine Lüge, du hast nicht mal eine Pumpgun. Ja, leider nicht. Aber ich habe auch kein Geld mehr zu kaufen. Das stimmt leider. Ja. Sonst würde ich das den ganzen Tag Ding. Oh ja. Und wir haben eine nette Nachricht von Fedor bekommen. Mit der freundlichen Empfehlung, wir mögen doch am besten unser Lager und unsere Werkstatt verlegen, weil da vielleicht in Zukunft nicht mehr so gut drauf aufgepasst wird. Mir fehlt aber noch ein wesentliches Ergebnis eurer Recherchen. Ja, uns auch. Ihr habt euch mit dem Evo-Dude getroffen und wollt ihm volle Bude unter die Arme greifen und dann wollt ihr euch richtig freuen, weil er sagt, na, guckt euch an, wir haben den besten Evo-Typen der Welt. Ey, Buchhalter, das sind die gefährlichsten. Sicher, das sind die mit der Kohle. Na, jetzt so, ne? Ey, die kriegen höhere Strafen als so manch anderer. Ach so, ja, ja. Also, bei Evo gibt's doch ja keine Strafen, da wird doch... Das, was in anderen Konzernen Fehlverhalten ist, das sind ja individuelle Ausprägungen von Verhaltensmustern und das muss man doch hervorheben, das ist so eine Stärke vom Konzern. Vielleicht sollte ich mich bei Evo bewerben. Ja. Das ist keine Mordlust, das ist nur eine individuelle Verhaltensweise, die gefördert werden sollte. Na, in manchen Gutachten von Autisten oder so, da steht ja drin, Wenn der überhaupt nicht mit der Welt interagiert, er ruht in sich selbst. So als Beschreibung. Und wenn er gewalttätig wird, da steht da manchmal auch drin, dass er, wie heißt es gleich nochmal, handfeste Argumente zur Hand irgendwie einsetzt. Wieso schreibt man das so bescheuert? Weil die Leute zum Teil das Wort Kompetenzorientierung ein bisschen zu ernst nehmen. Aber in jedem Fallus könnte man dann ja auch Jojos Taten tatsächlich ganz gut umdeklarieren. Ich finde auch. Das ist auch keine Verhaltensstörung, die sie hat. Das ist originelles Verhalten. Ich weiß nicht, wo du deine Verhaltensstörung siehst. Nee, ich sehe auch keine. Es ist ja nur originelles Verhalten. Ja. Problemlösungsorientiert. Kannst dich bei jedem Scheiß einfach rausreden, das ist mein individuelles Bewältigungsmuster, Junge. Genau. Ich werde das ab jetzt benutzen. Jutti. Haben wir irgendwas vergessen? Nö. Ansonsten würde es mir schon einfallen. Nice. Viel Spaß und bleib geil. Warum ist mein Kalender nicht offen? Oh, Entschuldigung, ich habe ihn leider nicht aufgemacht. Ja, ist klar. So, hier sind wir. Rache RRG. Achso. Ist also doch Rache. Ich werde das mal ganz massiv abkürzen. Zwei Tage später, an einem Samstag.
werdet euch schöner ausrüsten, dann werden da zwei Teams abgemacht, du wirst vorher jetzt nicht direkt eingeweiht, was abgeht, und dann gehst du mit einem Professor und mit Paulina und mit dem Bullen. Das ist eine gute Kombo, die nehmen wir. Fahrt da so ein Stück an den Rand, also nicht direkt an den Rand, sondern ein bisschen rein in deren Gebiet. Du hast noch mitbekommen, dass auf jeden Fall die fucking Kojoten heute auch was starten wollen. Ein bisschen Action quasi. Dann platziert ihr euch dort schön an der Wand erstmal. Rüst, guckt nochmal alle schön die Waffen an. Und Haben die Xena eigentlich mit ins Boot geholt? Ich sag mal so. Also Kabans Gruppe fährt auf jeden Fall durch ihr Gebiet und die hat für die Routen ausgewählt, wo man sie nicht entdecken wird und hat mit Wissen geholfen, aber sie hat ein bisschen zu viele Leute auf der Krankenstation. Okay. Madame Pomfreys ist völlig ausgelastet. Die arme Frau. In jedem Fall, los, wird dann irgendwann der Alarm losgehen, also nicht deiner. Und dann werd er schön an der Wand lang in der Reihe vorspazieren. Geduckt. Du weißt inzwischen, dass es sich um ein ehemaliges Kino, heute eine Squatterbude handelt, wo man rein soll. Ihr werdet dort in einiger Entfernung Deckung beziehen. Der Troll geht geduckt und sucht Deckung. Na, warte mal, da gibt's ja nichts. Gibt's nichts, das stimmt. Deswegen habe ich ihn auch ausgewählt. In jedem Fall, los, werdet ihr dann Bewegung hinter den zum Teil vernachelten Fenstern mitbekommen. 2 Minuten später kommt das Kommando vom Bullen. Okay, wir ziehen ab. Und dann wird man sich, wenn du dazu stimmst, in einer Reihe in Deckung wird er zurückbewegen. Du siehst noch, wie oben durchs Fenster so ein Typ von der Red River Gang durchlunscht. Die Waffe im Anschlag hat, aber sich anscheinend noch nicht entscheiden will, weil sie dort wohl in Unterzahl zu sein scheinen. Der wartet quasi aber, ob ihr irgendwie aggressiv werdet und erst dann würde der was machen. Mein Befehl lautet, sich zurückzuziehen, also ziehen wir uns zurück. Na, wie tief ist denn der Rachehass? Also ich meine, das entscheidest du jetzt, ob du irgendwas würfeln willst oder nicht. Ich weiß, dass Kaban Befehlen gut folgen kann und dass es ihm ernst ist, zu machen, was sie sagen, aber kann ja auch sein, der Hass ist zu groß. Das Problem ist, wenn ich da jetzt gegen agiere, gehen wahrscheinlich alle drauf. Es gibt ja einen guten taktischen Grund, warum wir uns zurückziehen. Sehr wahrscheinlich. Die Gefahr ist einfach so groß, dass wir einfach viel zu viele Leute verlieren. Sehr gut, der Söldner in dir kommt durch. Taktik kleiner Gruppen hat er studiert. Hat er studiert, richtig. Hat er studiert. Hat er übel hoch, habe ich gesehen. Ja. Mhm. Gut, wie ist denn unsere taktische Aufstellung überhaupt? Wie wir laufen? Also, sonst muss ich noch irgendwann Unterricht steigern. Na, ich sag mal so. Was ist auf 5? Und du musst, Unterricht ist ein Skill, den es bei mir nicht gibt. Dann werde ich die irgendwann unterrichten. Dann ich sag mal, du könntest denen schon noch ein, zwei Sachen beibringen. Gerade der Polizist hat schon ein bisschen Wissen, deswegen wird der die Sache auch anleiten. Also was zu machen ist, vorangehen wird immer der Troll, weil der wird vermutlich eh gesehen und dann, wenn den es wegplatzt, ist meistens nicht ganz so wild. Du kannst der Gruppe insgesamt schon noch irgendwann was beibringen. Ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht vorrangig ist, nur was irgendwann, wenn du mal aufgenommen bist, eine Rolle spielt. Aber ja, da gibt's noch Sachen zu tun. Das sind ja auch Sachen, die du als Spieler wählst und ich als Spieler doch nicht. Von daher passt das. Jo. In jedem Fall los werdet ihr dann zurück zu den Motorrädern gehen und wegfahren. Irgendwann quasi auf dem Weg übers Comlink. Genau. Was war das? Was war da los? Es ist alles nach Plan gelaufen. Okay.
Wir sind so nicht bescheuert und guck mal, die Lappen denken, wir fahren da jetzt irgendwo am Rand des Gebiets und machen da ein bisschen Action. Wir sind doch nicht bescheuert. Wir waren die Ablenkung und ein bisschen weiter drin hat Vlad und die anderen haben da jetzt rumgeobert und es scheint alles gut gegangen zu sein. Und du? Du hast dich bewährt. Das ist schon... Ich meine, du denkst ja nicht, dass wir einen Prozzi mit auf so eine Mission nehmen. Wie sieht denn das aus? Als hätten wir keine Leute mehr und müssten so jemanden mitnehmen, das geht nicht. Ja, ich beende das Gespräch. Rage Quit! Tut mir leid, Jelly, aber sieg nicht anders. Jojo, dir wird vermeldet, dass, und dir später auch, sobald du ankommst, 6 Leute leider hinterm Motorrad herlaufen mussten, aber irgend so ein wild gewordener Ork namens dein Bruder hat ihn vielleicht schon ein bisschen die Kehle angeritzt, weil er keine Geduld hatte für die Scheiße. Und die sind nicht wirklich gelaufen. Ein paar von denen haben ein paar Blessuren abbekommen, auch mal eine Kügel oder so, aber das ist alles nicht durch die Panzerung durch, die waren etwas überrascht. Und leider wurden aber die Kojoten, ich sag mal, aufgerieben. Die haben ja eine große Gruppe reingeschickt und da hatten Leute, waren da vorbereitet und hatten vielleicht Schrotflinten und Minisprengfallen und so ein Shit und die hat's wohl zerlegt. Komplett zerlegt? Naja, da sind 3 rausgekommen. Von 12. Oh. Und war das jetzt das Zeichen für mich, dass ich da vorbeifahren soll, oder war das nur eine Info? Um Gottes Willen, das ist nur eine Info. Okay, es hätte mich auch gewundert. Nee. Schön. Na dann. Muss ich ja nicht mal tätig werden. Naja, ich weiß nicht. Eigentlich, die Verletzungen sind zu gering, als dass es Sinn machen würde, dass du was machst. Deswegen sage ich ja, muss ich nicht mal tätig werden. Das stimmt. Ja. Mhm. Das Leben geht weiter. Mhm. Meins zumindest. Haha. Trololo. Übrigens. Entschuldigung. Wenn die Red River Gang ein Exempel statuieren will, nicht hier von wegen, wir gehen zu einem Lagerhaus und knallen ein paar Typen ab und nehmen mit, was drin ist, dann holen die sich einen Haufen Blut, Schweineblut und so ein Shit und tun das in ein kleines Zimmer oder in den Flur und schmeißen dann die Leichen da rein, damit es aussieht, als wären die richtig hart verblutet. Und es ist auch ein bisschen eklig, wenn der ganze Boden voll ist, soll nicht so geil sein. Und deswegen bricht ein paar der Medien schon darüber, dass der Red River Gang wo ausgeblutet ist und dass da tatsächlich mal Flüsse von Blut auf den Straßen zu sehen waren, denn die Kehlen wurden ja angeritzt. Und empfiehlt Leuten dort nicht auf der Straße und so weiter, was ganz normal. Polizei ist engagiert und wird das Ding, die wird da eisenhart zurückschlagen. Und tatsächlich kommt dann auch noch am selben Nachmittag eine Streife mit 2 Leuten bei euch an. Und, die Hand kurz vorm Wäffelchen. Ach so, genau, wir bräuchten mal das OZ-Wort für wie bitte oder was. Also wie bitte gibt's ja nicht, aber was. Wir nennen es Rack. Finde ich okay. So, ne? Das heißt, die kommen dann da an, werden zum Erstbesten hingehen, wir müssten mit Wladimir reden. Rack? Rack? Mit eurem Chef. Rack? Wir haben euch im Auge. Rack. Und wenn die Gewalt ausufert, sind wir auf jeden Fall da mit echt vielen Einsatzwagen und werden euch das Leben einfach nur zur Scheißhölle machen, ist das klar? Rack. Tja, dann dann gehen sie wieder. Haben halt hart durchgegriffen. Ey, die waren aber richtig hart. Irgendwo muss ich mir jetzt Rack aufschreiben. Scheiße, wo schreibe ich mir das hin? Gut, achso, ihr seid dran, ne?
Kaban darf sich auch gern beschweren geben, wenn er das will. Da hat genau was gegen. Ich war ja kurz überlegen, ob ich Flatter aus dem Maul haue, aber das kommt nicht gut. Ja, warte mal. Ja, fang. Bla, bla, bla. Nein, darum geht's nicht. Der lässt Wut- und Überraschungsbonuswürfel bekommen. Also mit anderen Worten, ich hätte das nicht auswürfeln, dann hätte ich ihm auf die Fresse gehauen. Danach wäre ich verprügelt worden. Das mag sein. Nee, aber man sieht Kaban trotzdem an, dass er sauer ist. Und dass er die Aktion doch nicht so feiert wie die anderen alle, quasi. Das ist okay. Die anderen sind zufrieden, denn es gab Blut. Oh, ich hab vielleicht vergessen, was wir noch machen wollten. Stimmt, wir müssen ja noch was über den Boss rausfinden von dem Typen. Und mir ist eingefallen. Oder dass, was er finden. Ja, oder was er finden. Und mir ist eingefallen, dass ich irgendwann auch noch mal mit der blöden Banshee reden sollte. Das stimmt. Aber die war ja weg. Na, war die wirklich weg? Ja, du warst da und die war weg. Ach so. Banshee. Mit Madame Papillon? Nicht, dass sie so eine hässliche Banshee in den Rücken fällt, wenn's rumpelt. Das kann ja keiner wollen. Ja, sie wird trotzdem noch mal gucken, ob sie irgendwelche Infos abgreifen kann darüber, wo die Tussi sich jetzt aufhält, ob die noch da ist oder nicht. Oder in welchen Kreisen versuchst du dich denn da kundig zu machen? Bei den Kunden? Okay, dann ist sie weg. Okay, gegebenenfalls ansonsten noch bei den in Magierkreisen. Was hast denn du für Magierkreise? Ich kenne eigentlich nur zwei. Dann ist sie weg. Aber hat, also, ich meine, wenn du Potter fragen würdest, dann würde er sagen, wer? Rack? Das würde er nicht sagen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, genau. Okay. Oh Gott, mit wem hatten wir denn damals noch zu tun? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ist mir auch nicht aufgeschrieben. Nur mit dem Bullen und dem einen Kunden. Stimmt. Und die Bullen, die wissen auch nichts mehr. Und ich weiß nicht, ob du die fragen willst, die waren nicht so mehr auf eurer Seite. Nee, ach, dann ist es jetzt halt so. Dann kann ich jetzt nichts machen. Ich wollte jetzt auch nicht meine gesamte Energie da rein verschwenden, zu gucken, wo die blöde Tussi ist. Ist ja auch nicht ganz nötig. Ach so, es steht wirklich ein Streifenwagen. Tag und Nacht, die wechseln sich schon ab. Jetzt in der Nähe von eurem Ganghaus und zeigt Präsenz. Ach so, vielleicht kriegen sie mal zwischendurch einen Kaffee gebracht. Also jo. Ich meine, es gibt welche, wo man auf jeden Fall mal einen Kaffee und irgendwas zu essen rüberbringt. Es gibt welche, wo man das nicht macht. Man muss ja, weißt du, Belohnung und Nichtbelohnung. Ist ja ganz einfach. Ja, die, wo es, also ich sag mal, die man nicht leiden kann, gerade da. Also nicht als Belohnung, sondern als Edge. Nee. Ja, also wenn man Leute kennt, den Bullen, dann bringt die auch mal Kaffee vor heute. Das ist nicht das Ding. Ja, na klar, das ist dann schon oder so. Oder ein Bier, je nachdem. Oh, es ist 16 Uhr. Ich glaube, es ist wieder Wechsel. Wer kommt denn? Ah ja, da kann man nochmal rüber gehen. genau. Der Typ. Ich nehme mal an, also es ist am einfachsten, wenn wir tatsächlich unserem Hacker mal sagen, dass er mal ein Portfolio zusammenstellen soll über alles, was irgendwie so öffentlich ist. Müssen wir jetzt nicht selbst anfangen, ewig zu suchen? Okay, also, die Nähmaschine meint. Na, wie wär's, wenn ihr schon mal was zusammensucht und dann gebt ihr mir das und dann kann ich von da aus weitersuchen. Das ist irgendwie viel besser. Der Anfangsteil ist immer das Beschissenste. Dann machen wir jetzt kurz die Vorarbeit. Ja, mach das mal bitte, das ist viel einfacher dann. Datensucher, Computer und Intuition, ne? Ja. Wenn nämlich jeder mit jedem Scheiß zu mir kommt, dann lernt er ja nie was selber. So.
Ich sollte mir das irgendwann mal auf Datensuche spezialisieren. Das ist schon die fiese Nummer. Also. Mutti. Jana Prestenev. Lehrerin in der EWO-Schule im Primarbildungsgang D+. Alter interessiert euch bitte nicht, ne? Danke. Olyor Prestenev. Wie alt ist die? Interessiert euch nicht. Vater ist Assistant Manager bei der Fertigung und Züchtung. Die machen ja viel mit Krittern. Hauptsache, ich habe gerade Züchtigung verstanden. Und Züchtigung. Wohn in hier im Bradievo im B-Gebiet. Und der Sohn Tejev Prestenov. Wo kriegt man, ich meine, wo er jetzt arbeitet, sollte klar sein. Uni, ganz normal, Studium hier, Finanzgedöns. Wohnt jetzt auch in einer Mittelschichtbude. War vorher an der Uni im Campus, also das ist schwer zu sagen. Der war an einer normalen Uni, nicht EWO. Und hatte dort tatsächlich herausragende Leistungen. Was heißt herausragend? Zumindest stark überdurchschnittliche Leistung. In der Schule war er Mittelmaß, also hat er dann richtig aufgedreht, der Junge. Und man sieht noch, dass er, seitdem er den Job angetreten hat, einen Bodyguard dabei hat. Ungewöhnlich, also für den Posten hast du eigentlich noch nicht immer einen Bodyguard. Den muss er also nicht zwingend selbst bezahlen, je nachdem wie er das einrichtet. Aber ist auf jeden Fall eher untypisch. Aber vielleicht hat ja EWO Schiss bekommen. Denn wenn bei ihnen so viel Personal wegbricht und die Neues einstellen können, ist es sein, dass jemand vorbeikommt und sagt, die bringen wir jetzt auch rum, dann seid auch völlig führerlos, ihr Luschen. Judy. Öffentliche Uni ist schon mal praktisch. Da bauen Jugendliche nämlich viel Scheiße. Das ist richtig. Du hast auch so einen Zugang, oder? Ich hatte. Ach ja. Mal kurzzeitig. Kennst du das, wenn du dich am Kaffee verschluckst und den dann in der Nase hast? Nee, ich bin in der Regel nicht so dumm. Ich ja schon. Da bauen Jugendliche eher mal Scheiße. Aber bedenke, dass die Anfrage hoch ist und dass ein bisschen mehr Zucht und Ordnung dort hat als heute. Aber die Möglichkeiten, Scheiße zu bauen, sind da und mannigfaltig. Ja, die müssen sich ja auch nicht nur in der Uni rumtreiben, ne? Das stimmt schon. Das stimmt schon. Ich hab gehört, Donskoi sei ein verruchter Stadtteil. Da sind auch hin und wieder mal Studenten. Okay, dann gehen wir damit zu Elda und dann möge der bitte mal gucken, ob er was über die Uni-Zeit speziell findet. Ob er da entweder sogar schon Dreck am Stecken hat, wahrscheinlich nicht, oder ob sich daraus was basteln lässt. Oh Gott, der ist ja übel durchschnittlich. Exakt. Alter, nice. Wenn ich irgendwo finden würde, wie viel Beziehungspartner ein normaler Student hat, dann würde der bestimmt genau mit Komma das erfüllen. Alter, geil. So. Also für so ein Mittelschicht-Kinni hat der ganz schön wenig Geld dort ausgegeben. Gucken wir nochmal bei den Eltern. Haben die etwa das ganze Geld behalten? Das wäre ja unverschämt. Nee, die Eltern sind auch. Warte mal. Fake-ID? Fake-ID? Ja, wenn der so wenig Geld ausgibt. Woran du immer denkst. Mhm. Also die wohnen in einem echt günstigen, der untere Mittelschicht wohnen die. Ich glaube, mit dem. Die Mutter verdient nichts. Vater verdient okay. Ja, warte mal. Ich komme in einer Stunde nochmal. Ich muss hier jetzt mal was hacken. Viel Spaß. Mach ich. Also bin ich. Also hab ich.
Achso, wollte gleich seine Bude mitkriegen von dem Jungen? Wie seine Bude? Na, mal kurz da, das angucken, wie es da so aussieht. Gerne. Wir nehmen, was wir kriegen können. Jo. Na, dann bis gleich. Bis gleich. Wer mir Alu-Kügelchen in die Nase steckt, dem werde ich all seine Sprachausgabe beim Comlink mit Dr. Baryshnikovs Stimme verwöhnen. Da muss ich Alu-Kügelchen suchen. Die Stimme finde ich cool. Wenn du klug bist, nimmst du Kaugummi, das war nicht im Vertrag. Nee. Es ist ja, ich will ja die Stimme. Jojo schüttelt den Kopf, grinst und geht. Ich meine, er ist schon eingestöpselt. Nein, nein. Die Stimme kann er mir so irgendwann mal drauf tun. Das gefällt mir. Etwas später wird er sich zurückmelden. Oder wollt ihr irgendwas in der Zwischenzeit machen? Nö, das Übliche. Wir hatten einen Einsatz, dementsprechend werden die Waffen gereinigt. Sehr gut. Und da ich Prospi bin, muss ich das wahrscheinlich machen. Nur deine. Jeder hat sich um seine scheiß Waffen selber zu kümmern. Es kann nicht sein, dass das die Prossis machen, wenn die mal einen Fehler machen oder so ein Shit. Das muss ja, die sind nicht so schlimm, dass sie mit der Waffe ins Bett gehen und alles, aber das hast du schon selber zu machen. Das ist ja mal... Wupp, wupp. Yay. So. Dann meldet der sich irgendwann zurück. Also... Die Eltern hatten echt wenig Ausgaben, ne? Die wohnen relativ günstig, ich meine jetzt noch Mittelschicht, aber relativ günstig. Der Sohn wohnte relativ günstig, Studiengebühren sind klar, die sind abartig, aber ne, so. Der Sohn hat nicht viel ausgegeben für irgendwelchen scheiß Party und so, klar war er manchmal, wie nennt man das nochmal, auf der Pirsch oder so. Aber da war er auch sparsam, jetzt nicht übelst geizig, aber sparsam, weißt du, schön hier, ne, und so. Bescheiden ist das Wort, was du suchst. Ja, ich weiß nicht. Bestimmt ist es das. So, die Eltern haben kein Auto, die Mutti kauft sich keine krasse Mode und Schmuck und andere Zierat. Die haben nicht mal besonders heftige Humanoptimierungsausgaben oder so ein Shit. Aber mehrmals Kredite aufgenommen. Und dann ganz plötzlich so ganz merkwürdige Riesenausgaben von wegen, oh, hier, 3 Tage Beauty Farm für ihn und für sie. Der sieht nicht so aus, ist er? Der sieht, ich meine, der muss ein bisschen drauf achten, ne? Wie man da im Konzern rumläuft. Aber wie Beauty Farm sieht er nur auch nicht aus. So, haben sie plötzlich Kredite aufgenommen, also hauptsächlich er. Aber diese Ausgaben, die sind ja dort diskret in diesen Beauty-Farmen, wenn man da was machen lassen kann und so. Deswegen ist da echt schwierig mit Abrechnungsbelegen und so, keine Ahnung. Vor allem hier, die Beauty-Farm, die kenne ich doch. Das ist doch hier was, wo man quasi Geld waschen kann, so Jigor-mäßig. Also bevor er jetzt was sagt. Das heißt nicht, dass er ordentlich schöne mit der Worry was macht. Das heißt nur, dass er dort ein Angebot entgegengenommen haben kann zum Geldwaschen. Und dann ist das Geld einfach weg gewesen. Keine Ahnung wofür. Und dann geht's noch so von einer anderen Ausgabe in die Richtung, die halt völlig aus dem Raster fallen. Wisst ihr, die ganze Zeit sind sie bescheiden und dann plötzlich BOOM! Einen Tag im Keukorpfen-Restaurant Riesengarnele essen. Okay. Nur so Kram, der sich irgendwie, der völlig random ist, oder ist da irgendwo ein System drin? Die Zeiten, die zum so wo ziemlich unterschiedlich. Halbjährlich. Immer so Juli, nee, August, September und Februar, März. In mehreren kleinen Stücken in dem Zeitraum, also nicht alles auf einmal. Dann so pro Halbjahr 4k ungefähr, das ist aber heftig. So, dafür mussten sie nicht immer Kredite aufnehmen, weil sie ja sparsam sind. Oh, manchmal schon. Sind die immer alleine gegangen? Ja, oder mal nur eine Person von beiden. Die Eltern. Ja, die Eltern, na klar, die Eltern.
Okay. Also Bude hier, Mittelschichtbude, Bergowoi. Alles ganz normal, Kameras, Max-Schloss, vermutlich mit Anti-Temper, Fingerabdruck. Oh, die haben das neue Fingerabdruckmodell, das ist selbstreinigend, damit nicht immer die Dreckskriffeln da ihre Fingerabdrücke drauf lassen. So, dann haben sie keinen Wachdienst im Haus, aber der ist dann 2 Häuser weiter, weil das viele Evo-Häuser sind. Also die sind nicht extraterritorial. Drohnen zur Sinnkontrolle, Mittelschicht halt. Ja. Guck mal, auf dem Video hat gerade irgend so ein Typ eine alten volle Bude Kaffee auf den Wanz geschüttet. Was für ein Typ? Scheiße! Irgend so ein Typ halt, Mann, ich fand's noch lustig. OT, war das Kaban? Bei der nein, Reporterin? Nein, das war erstens Donskoi, zweitens 7000 Jahre her. Da und? Ich kann ein altes Video sein. Ich wollte nur eine Anspielung drauf machen. Aber es wäre schön gewesen. Es war überhaupt nicht relevant für irgendwelche wichtigen Infos, aber ich wollte eine Anspielung machen, wie schön kam an, damals der Reporterin gekommen ist. Durch, hier, nimm mein heißes Gesöffschlampe. Ja, war gut drin. Fand ich nicht Sachen? Auch, deswegen wollte ich es nochmal ansprechen, wie schön das war. Fangen lassen kann ich die Leute. Das stimmt. Irgendwas war noch, genau. Der Vater, ne, der Oljor, der ist ein riesen Sascha Smirnoff-Fan. Wisst ihr, wer Sascha Smirnoff ist? Nee. Du wirst es uns bestimmt gleich verraten. Ich habe auch nur gefragt, weil ich in meinem Spiel das Screen nochmal nachgucken muss. Ich meine natürlich. So, das ist so ein hässlicher Zwerg. Und der ist ja für freies Russland hier, so Reporter. So eine Anti-Con-Matrix-Zeitschrift, die so nicht direkt piratenmäßig, die machen auch, glaube ich, nicht krass illegalen Scheiß, um ihre Daten zu kriegen oder irgend so ein Kack. Aber die schreiben halt schon über die Schweinereien der Konzerne und so ein Shit und bla, scheinen relativ unabhängig. Aber ich glaube nicht, dass der Vorgesetzte es gern sieht, Wenn man sich sowas kauft und das liest und dann diesen Typen so toll findet, weil das doch gegen, du weißt schon, gegen Papa, Mutti, Konzerni. Ja, aber gerade bei denen darfst du ja durchaus mal ein bisschen rebellisch sein, wenn du dich im Rahmen behältst. Nee, bei Evo? Oh nee, stimmt, das ist ja Evo, das ist ja gar nicht Horizon. Nee, Alter, das ist ja Evo. Die sind ja so ganz cool mit allem und die nehmen dich voll in deiner Persönlichkeit an, dass du dann keinen Grund hast zu rebellieren, du hässliche Schwein. Ja, in dem perfekten System rebelliert man nicht, das ist ja perfekt. A brave new world. Ja. Das ist seltsam. Und er hat den Bodyguard aus Gründen, wahrscheinlich weil die erpresst werden mit irgendwas oder wie auch immer. Auf jeden Fall müssen die zahlen regelmäßig. An die Wuri, richtig? Nee, wo das Geld hingeht, weiß ich nicht. Es wurde dort höchstwahrscheinlich gewaschen. Und an anderen Orten wurde es gewaschen, die nicht vielleicht mit der Wuri zusammenhängen, aber wo du bestimmt auch mal so einem Kellner sagen kannst, du gibst uns jetzt nur ein Wasser und wir gehen in einer halben Stunde wieder, aber auf der Rechnung steht so ein Riesenkoi. Und dafür bekommst du jetzt hier von mir 400 Yen und da wasch mal schön den Rest der 1600 oder so. Das lässt sich ja alles machen. Ja. Alles klar. Okay. Danke. Habe ich gerade gesagt, Wasser. Ja, doch, Wasser passt. Sprich hier nie wieder von Wasser. Mach ich nicht. Schön. Ja, schön ist es nicht. Ich habe nur keine Ahnung, was. Vor allen Dingen, weil das ja, ich meine, mittelgroßer Stil, aber. Wo kann so jemand Kohle herkriegen, die der waschen muss? Der hat Kredit aufgenommen. Eben, die sind von ihm
Also ist sauberes Geld quasi gewaschen worden. Gab es noch Daten über die Zurückzahlung der Kredite? Sind die immer noch da? Kriegen die zurückgezahlt? Oder wie ist das? Ich sag mal so, der hat in Konzerninternen Kredit aufgenommen, also der zahlt das zurück. Und sein Sohn und dessen Kinder und deren Enkel und deren Enkelsenkel und mehr. Na, gab es denn Infos darüber, dass der Kredit immer höher wurde oder blieb sich das immer gleich? Naja, ich meine, er hat schon zusätzliche dann aufgenommen. Also bis jetzt sind das so. Das ist jetzt ein Schätzwert, ne? Vielleicht 16, vielleicht 20k. Naja, nee, was ich wissen wollte, ist, ob es 4, 8, 12, 16 bla sind oder ob das heißt. Nicht ganz. Also, manchmal konnten sie offenbar mehr selber stemmen oder so. Sind ja sparsame Leute. Aber wenn es mal nicht so lief oder wenn irgendwas anderes nötig war, wie medizinischer Scheiß oder so ein Kack, dann mussten sie auch mal mehr Kredit aufnehmen, auf jeden Fall. Aber warum machen die das? Warum? Also erpressen, ja, aber womit? Womit kann man so jemanden erpressen? Entweder weil er mal irgendwann was geschrieben hat oder Mist gebaut hat oder irgendeine Art Doppelleben führt. Boah, das ist Mr. und Mrs. Black, Alter. Die sind so gewöhnlich. Deswegen, das sind sie. Das sind Spione von... Ja, das Neonet. Ist halt das Problem. Das ist so, die sind so gewöhnlich. Ja, vor allen Dingen, weil das überhaupt keinen Sinn ergibt. Warum nimmt so jemand einen Kredit auf für so einen Blödsinn? Wahrscheinlich haben die das für irgendwen anders bezahlt, aber... Kann man rausfinden, ob die da alleine waren? Ich kann nicht mal sicher rausfinden, ob die da waren. Okay. Das sind Abrechnungen, mehr nicht. Warte mal, bei ein paar Sachen. Sind die doch Bilder, die mussten doch zeigen, dass sie dort waren, warte. Nö, die waren als Ehepaar. Oder eher alleine, wenn es irgendwie hier Eishockey, erste Reihe, Logenplatz. Da war er natürlich alleine. Erster, nee. Ich hätte es ja noch verstanden. Vielleicht haben die sich da auch nur kurz blicken lassen, sind dann wieder gegangen und jemand anders hat deren Platz eingenommen. Ich werde aber solche Restaurants muss ich jetzt, also da werde ich mich nicht einklinken. Musste auch nicht. Es war nur eine Überlegung. Aber ich könnte dir vielleicht einen Kellner raussuchen, der an dem Tag was gemacht hat. Ja, aber die erinnern sich doch nicht an irgendeinen einzelnen Gast. Das stimmt. Von vor einem halben Jahr. Aber so außergewöhnlich, wie die waren. Es ist irritierend und ärgerlich. Und es muss nicht unbedingt uns weiterbringen. Selbst wenn die Eltern irgendwie Scheiß am Stecken haben, heißt das ja nicht, dass der Sohn das hat. Nein, aber es würde, ich sag mal, ich weiß nicht, wie ist denn Evo da? Sind die auch irgendwie, verfolge dich bis ins siebte Glied deiner Familie zurück, oder? Das kommt ein bisschen drauf an, was du gemacht hast. Gibt's bei denen keine Erbschuld? Es ist kein Japanokon, also ursprünglich ja schon, aber es ist eigentlich kein Japanokon mehr. Die holen sich natürlich, was ihnen gehört, und wenn's nötig ist, bis ins siebte Glied deiner Familie. Aber und es wirft ein sehr schlechtes Licht, wenn die Eltern von denen, dem sie da gerade eingesetzt haben, irgend so ein richer Ficker sind, weil dann auch die Untergebenen dieses Typen natürlich vielleicht nicht mehr so gut mit dem zusammenarbeiten. Das kann schon sein. Aber es ist prinzipiell nicht erbschuldmäßig aufgebaut. Na, das Einzige, was bringen könnte, ist, wenn wirklich einer der Kellner da ist und man dann herausfindet, wenn man ihm einfach nur einen Namen sagt, vielleicht erinnert er sich daran, weil der Typ Scheiße gebaut hat in irgendeiner Form, weil es eben nicht dieser Typ war.
Also um dann rauszukriegen, dass es nicht der Typ selber war. Also es wäre jetzt das Erste, was mir einfallen würde, dass der einfach für irgendwen das bezahlt hat, der sich dann Lenz gemacht hat. Und dass quasi deren Art ist, irgendwie ihr Erpressergeld zu bezahlen, ohne dass es jetzt direkt auffällt. Vielleicht werden die auch einfach dafür bezahlt, dass die irgendwo Infos raustragen. Er ist ja in der Forschung, glaube ich, ne? Oder der Vater? Der sitzt in der Entwicklung, in der Produktion und so? Nee, Fertigung und Züchtung. Das also, ist ne? Hier, also der ist auch nicht direkt dort, also der überwacht auch Prozesse, sage ich mal. Ja, der ist aber kein hohes Tier, sonst würde der ja besser wohnen. Der ist kein ultra hohes Tier, aber ich meine, Mittelschicht ist ja schon nicht schlecht. Ja. Und der könnte sich mehr leisten an Wohnung. Tut er aber nicht. Naja, das Geld geht ja irgendwo anders hin, zusammen genau, mit Kreditausgaben. Vielleicht hat er ne, irgendwann mal halt irgendeine Scheiße gebaut und wird damit erpresst oder so. Das kann gut sein. Vielleicht ist es auch nicht sein Sohn. Das ist bei Evo überhaupt kein Problem, ne? Ja. Mhm. Ich guck mir nochmal das Video von diesem Bodyguard an, oder beziehungsweise was wir von dem haben. Was fällt mir denn da so Komisches dran auf, außer dass ich den in die Tasche stecken würde? Na, du hattest nur einen Erfolg, deswegen genau das. Das ist eher so ein Gefühl. Wie sieht der Junge aus? Inwiefern? Würde der Bodyguard den in die Tasche stecken? Ja, auf jeden Fall. Also, Bodyguard. Oh. Also sag mal so, der kann auf jeden Fall zu wenig für die Zielperson eigentlich. Der wird ja schon ein bisschen was erwarten, was dann und auch von der wird halt vermutlich auch von Petrovsky sein, bei denen kannst du ein bisschen was schon erwarten, dass sie so ist ja. Aber der Typ, der würde halt wirklich das Ding fangen, weißt du wie? Mhm. Können wir den Hintergrundcheck, also ne, es geht halt in-game hier, können wir den Hintergrundcheck über den Bodyguard machen? Ja, dann warte mal. Also wenn die Eltern schon jemanden bezahlen. Keine Chance. Ich merke das. Hab ich vorhin schon probiert. Ziemlich unbeschriebenes Blatt. Keine Ahnung. Die Matrix war mir nicht hold, ich habe einfach nicht irgendwie was gefunden. Okay. Alter, nur der Folge ist schon gut. Mhm. Immerhin kein kritischer Patzer. Das stimmt, das ist Jojos Aufgabe. Genau. Ja, dann schauen wir uns den mal vielleicht angucken. Und. Also, weil der kommt mir irgendwie seltsam vor, das ist halt irgendwie so ein. Der sieht aus wie ein Lappen. Wer sieht aus wie ein Lappen? Der Bodyguard. Inwiefern? Das habe ich von dir schon mal gehört, Frischling, bei echt vielen Leuten. Nee, was meinst du? Nee, der ist, also, wie der sich bewegt, wie der, ne, die Gegend im Auge hat. Das ist, ich glaube nicht, dass der ausgebildete Bodyguard ist. Okay. Den könnte man ja vielleicht mal testen. Ah. Weißt du, was ich glaube? Dass da jemand versucht, Einfluss... Ne, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist das was, was noch von früher nachhackt, oder das ist was Neues, dass dieser Bodyguard dabei ist, sodass jemand versucht, seinen Einfluss, den er dummerweise jetzt verloren hat, weiterhin geltend zu machen, aber jetzt auf eine andere Art. Möglich. Was meinst du mit nicht ausgebildet? Ist das jemand, der trotzdem weiß, was er tut? Ich meine, du bist auch nicht ausgebildet, aber... So genau kannst du das ja nicht sagen. Der hat auf jeden Fall... Du würdest ihn in die Tasche stecken, aber der würde auf jeden Fall auch Jojo in die Tasche stecken. So ist es nicht, ne? Hey, du hast Nafnose Nahkampf wie viel? 1. Ja, also hast du 7 Würfel, um ihn im Nahkampf in Zauber in die Fresse zu drücken und er würde dich immer noch platt machen. Das Gute an Berührungszaubern ist, dass wenn die dich hauen, ja schon einberichtet.
Nee, wenn die dich hauen, kannst du auch einen Berührungsangriff machen. Nein, dann nicht. Dann wirst die du haben nicht dich lang berührt. Genug berührt. Nein, dann bist du nicht lange genug angefasst. Das können sie nur machen, wenn sie mir versuchen, die Luft abzudrücken. Ja, beim Anfassen schon, ja. Wenn sie dich festhalten und dir an die Brüste fassen. Zum Beispiel. Jetzt, wo sie es lohnt, so schöne Milchdrüsen auf ihr Blähte. Oink, oink. Bodyguard. Scheiße. Kannst du irgendwie ausmachen, woher der wie kommt oder so? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Wie, woher der wie kommt? Sie hat Kaban gefragt, ob der in irgendeiner Form ausmachen kann. Also er ist kein ausgebildeter Bodyguard, aber ist er irgendwas anderes? Gibt es irgendwas, was man erkennen kann? Irgendein Merkmal, das er vielleicht kennt, das Jojo nicht erkennt? Wahrscheinlich keine sichtbaren Tattoos oder irgendwas, aber... Oder keine sinnvollen auf jeden Fall. Aber irgendwas anderes, keine Ahnung, Kleidung, Gesicht, was weiß ich. It's a very distinctive step oder sowas. Genau. These are very distinctive sunglasses. At night. Haircut, Schuhe, also Shoes. Was war noch alles? Stands. Stands. Bap, bap, bap oder rapapap, rapapap, rapapap. Nee, wie seine stehende Haltung war das. Ja, nee, dieses, Das Hubschraubergeräusch hat er auch genau, mal erkannt. Ach so, ja. Ist das eher ein Papap, Papap, Papap oder ein Popop, Popop, Popop? Fucking Power Gamer Schauspielercharakter. Mhm. Okay, also nichts ausmachbar. So, gut. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Als da mal vorbeizufahren und gucken. Als da mal vorbeizufahren und vielleicht nochmal zu gucken, ob wir jemand anders finden, der uns möglicherweise mehr zu diesem Typen sagen kann. Wenn er in einer bestimmten Branche ist, dann kriegt man vielleicht raus, entweder wer das ist oder zumindest wer wissen könnte, wer das ist. Und ja, Spielleiter, vielleicht nutze ich die Brennerei gerade aus, aber auch da gibt's Muskeln, die kennen ja einander meistens. Dafür haben wir die doch, glaube ich, sogar eingeführt. Ja, ich finde, wir können die jetzt mal vermehrt nutzen. Zum Beispiel. Aber wir könnten den auch testen, indem wir quasi eine pseudo-gefährliche Situation fabrizieren. Das ist in dem B-Gebiet eine gute Idee. Pseudo-gefährlich, das heißt... Vor allen Dingen mit unseren Super-Sins. Pseudo-gefährlich. Hast du noch einen Vierer-Sin? Ich sagte pseudo-gefährlich. Wir brauchen einen Dreier-Sin in dem B-Gebiet. Ich sagte pseudo-gefährlich. Ja. Also sprich, etwas, wo ein guter Wachmann reagieren würde. Du hast gesagt, für ein B-Gebiet reicht's noch. Zumindest für ein B-Gebiet, das jetzt kein High-Class ist. Für ein gutes B-Gebiet oder ein Minus A, also ein unteres A-Gebiet, brauchten wir eine Vierer-Sin, hast du gesagt. Aber bei einer Dreier werden wir schon mal würfeln. Genau, aber ich persönlich hatte jetzt auch nicht vor, das zu machen. Also erst nee, auch mal. Allgemein, wenn ihr da reinrennt. Ich will da jetzt doch gar nicht rein. Ich sag nur, da werden wir schon mal kurz gucken bei einer Dreier. Da müsst ihr mal kurz diesen Würfel nehmen und dann mal gucken, was passiert. Mhm. Und nein, habe ich nicht. Das ist meine nächste Anschaffung. Ich brauche eine neue Sinn, ja. Ja, gehst du mal zu Fedor und... Oh, warte mal! Wisst ihr, was gut ist? Ich meine, ich habe vielleicht so 12 Leute für die fucking Brennerei gemacht, plus 2 Teams. Dann habe ich hier 2 Messerklauen. Straßensamurai möchte ich nicht mehr sagen. Das ist einmal Limburger und einmal Darkwing. Darkwing Duck. Wie seht ihr das so? Mit denen wollt ihr doch reden, oder? Ja. Die verantwortlich sind für den Tod der Bones, ja? Ach. Und sich vielleicht noch ein bisschen... Da war was. Beide? Ja. Was ist ein Sir Fraxelot?
Sir Fraxalot würde noch gehen, ja. Okay, das würde ich später noch raussuchen, wenn er euch dann wirklich in die Richtung aufmacht. Und laber das mal weiter. Weiß ich nicht. Also da reinrennen finde ich jetzt erstmal, also wenn die rausrennen aus dem B-Gebiet, okay, aber das werden die wahrscheinlich nicht machen. Möglich, ja. Nee, ich meinte auch, was ich mit meiner Pseudo-Gefahr sage, war eigentlich eher so ein irgendwas, was einen guten Wachmann, der sich oder jemand, der halt besorgt um seinen Klienten ist, erschreckt, aber halt nichts Gefährliches, sondern eigentlich so eine Situation, ein Missverständnis quasi. Also nichts, was man melden würde, sondern einfach nur das, was seine Alarmglocken schreiten lässt, um dann halt mal seine Reaktion zu sehen. Aber das lässt vielleicht auch die Alarmglocken eines anderen. Also, nein, wie gesagt, prinzipiell, wenn uns gar nichts anderes einfällt, finde ich die Idee gut. Aber erstmal möchte ich es vermeiden, irgendwie da rein, dahin zu rennen überhaupt. Weil irgendwie weißt du ja, wie das endet manchmal. Und im Moment, sind die Bullen sowieso empfindlich. Das stimmt. Und ich habe jetzt keinen Bock auf Knast. Ach, nee, das passt mir auch gerade so nicht in Zeitplan. Ich weiß, ich sollte euch sowas nicht sagen, aber ich bin ja der netteste Spieler der Welt. Wenn ihr prinzipiell nur mal gucken wollt, die beiden genau unter die Lupe nehmen wollt, zumindest zum Beispiel vom Wege Haus bis... Da gibt's so bessere Shuttlebusse auf Arbeit dann für die Lohnsklaven, die sich das leisten können. Oder die das im Arbeitsvertrag mit haben, von dem B-Gebiet zur Arbeitsstelle. Auf jeden Fall bis zu dieser Haltestelle zum Beispiel, dann müsste man ja da gar nicht selber hin, wenn man so Geräte hätte, die sich selbst bewegen können und zum Beispiel dann Kameras dran hätten oder Mikrofone oder so. Wer hat denn sowas? Ja, keine Ahnung. Man wird Zeit, dass Diddy kommt, da haben wir endlich einen Rigger. Richtig. Ich habe ja meine Luftbewachungsdrohne, das ist ja nicht das Problem. Ach so. Das könnte man tun. Könnte man. Ich sag euch nicht, dass euch das was bringt. Dann kannst du so eine Situation doch auch mit deinen Drohnen hervorrufen, oder? Unwahrscheinlich. Okay, keine Knallerbsen fallen lassen. Nee, also ich dachte ja auch nicht so wirklich an Knallerbsen, sondern eher eigentlich so an... es gab da mal so einen Oldtimer-Film, den ich mal gesehen habe, da war das ganz cool geregelt. Da haben die... einen Gepäckwagen in die Richtung rollen lassen und dann ist da was runtergefallen, sodass die Bodyguards halt das nicht gesehen haben, aber es hat gescheppert. Neben der Zielperson. So, es war natürlich etwas völlig Unverfängliches, aber die Leute haben natürlich erstmal reagiert, weil sie darauf getrimmt sind, schnell zu reagieren. Geht doch auch, lässt du mal eine Dose in den Mülleimer fallen. Zum Beispiel. Du hast sogar eine Auslieferungsdrohne. Stimmt, eine Auslieferungsdrohne. Dann lässt sie halt mal eine volle Cola-Dose fallen oder sowas. Ist genauso auch laut genug, knallt ordentlich. Und spritzt. Und spritzt, stimmt. Macht aber nichts. Genau. Ist halt etwas völlig Unverfängliches, was man nicht meldet und auch nicht verfolgt, strafrechtlich. Aber halt, man kann darauf dann die Reaktion von dem Typen sehen. Wie gesagt, Cola-Dose, eine volle Dose irgendwas, reicht ja. Die einfach vom Dach fallen lassen, quasi. Musst du nicht, kannst du doch aus dem Fach deiner Drohne fallen lassen. Ja, ja, ich wollte nur, dass meine Drohne noch nicht mit dabei zu sehen ist. Ja, aber das ist ja völlig egal, das ist irgendeine Lieferdrohne, die hat halt eine Fehlfunktion, meine Güte, passiert. Gut, das kann sein. Also das ist wahrscheinlicher als dass irgendwie eine Dose vom Dach fällt, weil aufs Dach muss die Dose ja auch kriegen. Ja, ist richtig. Ja, das wäre eine Idee. Da könnte man den ein bisschen in Action sehen. Dann macht das doch, das hilft vielleicht. Genau. Ich habe Zeppelin-Drohnen, da müsste ich aber dieses B-Gebiet, richtig? Die musst du da steigen lassen, ja. Und im B-Gebiet ist es ein bisschen wahrscheinlicher, dass die irgendwann entdeckt werden, als nicht dahin gehörend. Hä, aber wozu brauchst du denn eine Zeppelin-Drohne? Geht die Auslieferungsdrohne nicht?
Nee, er meinte für die allgemeine Super-Mega-Hyper-X-Aktiv-Gaidon-Überwachung. Genau. Ach so. Also die kannst du dort vielleicht irgendwie eine Stunde oder zwei lassen, danach werden die höchstwahrscheinlich dann irgendwann entdeckt und eingesammelt. So, das wäre blöd, wenn die eingesammelt werden würden, dafür waren die zu teuer. Also es kommt ein bisschen drauf an, wie gut dann noch dein Wurf in elektronischer Kriegsführung wäre, aber... Ja. Du hast es doch. Hab ich, das ist richtig. Du hast gelacht, als ich das haben wollte. Nee, als du gesagt hast, du willst Drohnen, habe ich gesagt, geil. Die Diskussion war damals, dass Flummi mehrmals meinte, ich brauche das unbedingt in der Spiel. Da sagte man, ich brauche das nicht. Und dann sagte ich, Daddy soll das lernen, der ist Riga. Und dann sagte sie, ah ja, stimmt. Ich bin da richtig gut drin, hab da 4 Würfel drin. Dann solltest du dir überlegen, es mal zu steigern. Wieso, hast du das nur auf 1? Ja. Achso, okay. Ich konnte es damals nicht steigern. Damals hatte ich kein Karma. Jetzt habe ich Karma, aber ich habe es noch nicht gesteigert. Ach so, ja. Da sind ja auch Prioritäten. Genau. Nee, ich habe auch Karma jetzt und das muss ich noch ausgeben, aber ich komme da seit einer Weile nicht zu. Du meinst, du bist zu faul. Ach so, übrigens, neue Regelung. Muss ich irgendwann noch hinschreiben. Wie viel Fluff-Karma hast du noch? Wieso? Wie viel hast du noch? 30. Sehr gut. Ab 25 Fluff-Karma kriegt doch keins mehr, solange bis ihr die ganze Scheiße nicht über den Jordan geschickt werdet. Habt. Die Scheiße ist dazu da, um für irgendwelche sinnlosen Kack-Skills ausgegeben zu werden, also tut das gefälligst, ihr Wichser. Hey, ich bin auf 7 runter. Du hast von dieser Regelung aber auch 2 Tage vorher erfahren. Das stimmt. Siehst du? Dann werde ich meins demnächst verbrauchen. Aber ich war auch vorher nicht auf 25, muss ich jetzt mal so sagen. Ich war vorher auf, weiß ich nicht, ich glaube 15 war es oder so, weil ich mir sowas wie Grillen und sowas gekauft habe. Ja, ist ja gut. Ja, wo ich mit dir noch diskutieren musste, ob ich das haben darf. Und du meintest, das ist total sinnlos. Und ich meinte, ja, deswegen ist es ja auch Fluff-Karma. Und dann sagte ich, geil. Aber wie auch immer. Weil ich ja von Karban grillen gelernt habe. Mhm. Sehr gut. Okay. Gut. Und ich gehe vielleicht mal in die Brennerei und guck mal, was ich da so finde. Also. Gut. Also ich mache das dann mit der Transportdrohne. Habe ich noch eine zweite Transportdrohne? Nee, habe ich nicht, ne? Du hattest nur eine. Stehen in deinem Charakterblatt eigentlich die Drohnen irgendwo drin? Nein. Die stehen nur im Forum. Ach ja, wir hatten die ja im Forum. Ja, da müsstest du nur eine haben. Ich bin das kurz gekommen, noch zu gucken. Also Strukturspeicherung. Ich hab das Flying Eye Big Apple hab ich noch. Weil du das von Anfang an hattest. Genau. Du müsstest eine Transportdrohne, 3 von den Zeppelin-Drohnen, die supergeile Raddrohne, die dir aber dort nichts nützt. Genau. Zumindest nicht, um Ablenkung zu machen und Flying Arbo. Jo. Die Magnetron. Der Ohrenzeuge und so weiter und so fort, ja. Wieso kannst du eigentlich nicht mit der Flying Eye gucken, was der Typ macht? Warum musst du unbedingt die Zeppelin-Drohnen nehmen? Die Flying Eye erkennt man doch viel schlechter. Ja, das Zeppelin-Drohnen eigentlich schlechter zu erkennen sind, unauffällig. Also, die sind so weit oben, dass es keinen interessiert und sich abstimmen und deswegen geilere Infos liefern. Ah, okay. Genau. Aber, das werde ich auch mit der Flying Eye machen. Die hat nur nicht so eine große Reichweite, glaube ich, ne? Und die waren nicht so ganz so schnell. Na, die ist kacken langsam, aber... Die ist schon, die fliegt schon hoch und so ein Shit. Gut, dann? Wann fährt er denn für gewöhnlich zur Arbeit? 7 geht er los. 7 geht er los? Wann ist er dann in diesem... Halbe Stunde braucht er bis dahin, wenn er sich noch zwischendurch einen Kaffee holt. Okay. Dann rechne ich mir ungefähr grob aus, wo in einer Viertelstunde nach 7 sein sollte. Mhm. So quasi mit Karte und so weiter mache ich mir so. Dann berechne ich mir quasi, wie lange ich mir eine Flugdrohne braucht, meine Flying Eye, um da passend da zu sein. Mhm.
und dann 2 Minuten später, dass meine Expressbrunne da ist, die das dann macht. Okay. Ich hätte gerne erstmal einen Wurf auf elektronische Kriegsführung. Easy. Na, sag mal, du hast ein geschmeidiges Zeitfenster von 4 Stunden, bevor die entdeckt werden. Circa. Junge, 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 3 Erfolge, das war ja auch nicht schlecht mit deinen 4 Würfeln, du Lacker. So, die Flying Eye soll nur das Ganze aufzeichnen, die Flugdrohne soll was machen? Die Flugdrohne fliegt halt, die bringt halt eine Cola-Dose zum Ziel. leider ist da zwischendurch eine Fehlfunktion. Und lässt das dann halt, auf die Bordsteinkante neben ihn quasi fallen. So. Wie viel hast du in Flug? In Flug? 2 plus Spezialisierung auf Drohnen. Also hast du irgendwie 9 Würfel, da okay, brauchst du nicht würfeln. Ja, nein. Gut, es wird Folgendes passieren. Die erschrecken sich. Ist ja normal. Jo. Dann. Erstens, der Evo-Dude guckt nicht abwartend Hilfe suchen zu seinem Bodyguard. Aber gut, die sind auch noch nicht so lange zusammen, das hat eigentlich nichts zu sagen. Und der, also der Bodyguard, wird mit einer Verzögerung von, du hast es ja aufgezeichnet, 1,5 Sekunden. 1,34 Sekunden erst reagieren. Was wird man normalerweise machen? Zielen in Sicherheit und so, gegen sondieren Waffe zumindest schon mal Hand an die Waffe legen. Das wird er auch tun. Aber A, mit Verzögerung und B, gibt es bestimmt irgendwie eine eingeübte Kategorisierung, in welchen Bereichen man nach Feinden guckt und sowas, ne? Ja. Und dann vielleicht noch irgendwie kurz einen Fluchtweg angucken und das Ziel schon mal da in die Richtung. Okay, er wird das Ziel nicht irgendwie weiter in Sicherheit bringen und er wird eher unkoordiniert gucken, wo was sein könnte, bevor er dann relativ schnell erkennt, dass eine scheiß Cola-Dose aus dem Himmel gefallen ist. Er wird danach nicht paranoider sein oder aufmerksamer als vorher. Ich glaube, das dürfte auch untypisch sein. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz seinen Charakterbogen öffnen, so eine Scheiße. Geht seine Hand denn zur Waffe? Hat er eine Waffe? Was für eine Waffe? Die Hand geht zur Waffe, der hat irgendwie eine Petrovsky schwere Pistole. Kaban neu vom 29.08. Das ist bestimmt aktuell. Jupp. Es kann sogar sein, dass ich seitdem nicht mehr gesteigert habe. Nichts. Also ich weiß, dass du das nicht gesteigert hast. Okay, irrelevant. Gut, das alles. Obwohl, hat Jojo das? Was denn? Wäre echt blöd, wenn ich es dir sagen würde. Wahrscheinlich Sicherheitsprozeduren oder sowas. Sicherheitsprozeduren wären richtig gut jetzt. Nee, das hätte ich euch gesagt. Gut, also der geht nicht, um deinen Menschen zu schützen, sondern doch sie erstmal für wieder. Nee, der bringt den, stopft den schon kurz quasi in Deckung nach Verzögerung und sucht ab, aber er guckt nicht weiter die Fluchtwege an und das Absuchen ist relativ komisch. Danach ist er nicht paranoider oder aufmerksamer als vorher. Jojo hat das nicht. Das hätte ich dir voraussagen können. Du weißt überhaupt nicht, was ich meine. Nichts, was mit Bodyguards zu tun hat, habe ich. Es hat ja auch nichts mit Bodyguards zu tun, was ich würfeln lassen wollte. Stricken. Das hätte ich unter Handwerk nähen durchgehen lassen. Habe ich es als Active Skill.
Nein. Das weiß ich zu 100%. Schade. Jojo, pass auf. Wie gesagt, Limburger und Darkwing waren echt lange nicht mehr da, die scheiden wo aus. Ja, ich nehme auch den anderen. Ein Eierschneider gibt's noch. Der wird aber vermutlich als Ex-Xena-Mitglied, also die wird nicht so viel vielleicht mit Bodyguards zu tun haben. Deswegen ist Sir Fraxalot vielleicht echt die bessere Variante. Dann nehme ich den. Ich habe ein Foto von dem Typen dabei. Stimmt, das wäre der übelste Laserknecht. Der geilste Dude von allen. Trolli, Bild einfügen. Alter. Ich glaube, das ist aus dem Hackerbuch von Shadowrun 5. Und am besten noch ein Video von dieser Aktion, sodass man da irgendwie was sehen kann, was man auch einschätzen kann. Okay. Der Typ ist natürlich nicht irgendwie magisch schillig. Das Bild ist ja, ne? Nein, nein. Kein Mage, alles klar. Gut, triss dich mit dem. So, der sitzt da irgendwo, keine Ahnung, in einer Ecke und trinkt einen Saft ohne Schuss und liest Zeitung. Eine Zeitschrift, aber das ist natürlich nicht welche. Jojo klopft kurz auf den Tisch, um seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Er guckt nicht hoch. Setz dich doch. Macht's. Früher war es ja ein Zeichen der Höflichkeit, dass man dann so ein Getränk mitgebracht hat, wenn man sich dazu gesetzt hat. Das ist absolut richtig, aber da ich nicht weiß, was du trinkst oder was du trinken willst, weil das auf die Ferne nicht ersichtlich ist und ich dir nicht einfach ein Bier mitbringe, wenn ich nicht weiß, ob du Bier trinkst, kann ich dich auch lieber fragen, was du trinken willst. Notiz an mich. Sowas nicht mehr sagen. Die Erklärung dauert zu lang. Okay. Na, Nasja? Na? Du willst also wissen, wie man sich so einen schönen Schnäuzer stehen lässt. Genau. Ich möchte wissen, wie du deinen Schnäuzer pflegst. Okay. Nicht pflegst. Das ist der ist von alleine so. Wenn der immer da ist, dann ist er so. Wenn du das nächste Mal aufs Klo gehst und kacken gehst, da musst du richtig drücken und die ganze Zeit denken, wie schön so ein Bart wäre und wie er sich an deinem Gesicht anschmiegt und wie er, wenn du drüber streichst, schön kratzig ist. Und dann ploppt der raus. Zusammen mit der Wurst. Cool. Ist er dann auch blond? Na klar ist er dann blond. Was ist, wenn ich keinen blonden Bart will, sondern einen braunhaarigen? Muss ich den dann färben? Dann musst du den nachher färben, ja. Ist aber anstrengend. Für so einen Bart muss man das schon machen. Außerdem ist ein blonder Bart viel geiler. Aber ich habe keine blonden Haare. Das ist schon ein bisschen komisch, oder? Nee, der Kontrast ist dann das richtig schön. Ach so. Okay. Nee, ich glaube, das mit dem Bart ist keine gute Idee. Muss ich doch selbst wissen, das ist ja in Ordnung. Nö, für mich, weiß nicht. Vielleicht klebe ich mir auch erstmal einen an, um zu gucken, wie es aussieht. Das wäre gut. Ich kenne ein übelst gutes Bartgeschäft in Donskoi. Warte. Da ist so allgemein Theaterkrams, aber es sind die besten Bärte, die ich je gesehen habe. Die machen tatsächlich auch aus einer Frau und Mann. Das ist gut zu wissen. Ne, schön Brüste abbinden und dann geht das. Unbequem, aber möglich. Denkst du, es wäre leicht, ein Mann zu sein? Na, ihr müsst euch die Brüste nicht abbinden. Doch, das passiert pränatal. Da werden die so lange abgebunden, bis sie abfallen. Ach, deswegen schreien die so viel. Na, im Mutterbauch wird viel geschrien. Ja. Absolut. Aber du suchst nach Elvis. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich suche nicht nach Elvis. Achso, na, weil dann nur ich mit dem Quatsch alles. Das stimmt. Nein, ich habe sogar nach dir gesucht. Mhm.
Und zwar bräuchte ich deine professionelle Einschätzung. Weil ich einen Typen hab, mit dem irgendwas nicht stimmt. Aber da ich mich nicht auskenne, habe ich gehofft, dass du das vielleicht besser tust oder den Typen vielleicht kennst oder irgendwie sowas in der Art. Bist du bereit, mir in dieser Angelegenheit zu helfen? Na, wenn ich das kann, klar. Okay. Und ich nehme an, dass du das nicht einfach so machst. Du wirst mir schon vertrauen müssen, dass es am Ende nicht zu teuer wird. Guilty. Er kratzt sich kurz am... Das geht gar nicht. Scheiße, warte mal. Okay, doch. Obwohl. Oder... Ach, scheiße, es geht nicht. Nee, Abbruch machen wir nicht. Er kratzt sich an der Nase. Punkt. Ja, sie macht halt das Ding mal an und bla. Weißt du, das übliche, der übliche Firlefanz. Beziehungsweise sie fragt vorher, willst du denn jetzt noch was trinken? Das ist aber nett von dir. Nee, danke, ich bin eigentlich gut versorgt. Na dann. Jo, also du zeigst ihm das jetzt. Genau, sie zeigt ihm das jetzt. Oder den Typen würde ich aber in eine Tasche stecken. Ja, das ist das Erste. Er hatte halt auch nur einen Erfolg, Mann. Warte mal, mit dem ist sowas komisch. Badumtsch. Ich glaube nicht, dass das ein ausgebildeter Bodyguard ist. Warum sind die alle so nutzlos? Nee, warte mal kurz. Ich glaube, der ist bestimmt gerade in der Ausbildung. Ist bestimmt ein in der Ausbildung so ein Pseudoziel, was gar nicht richtig zu beschützen ist, weil keine Gefahr ist, aber dass er halt mal übt und dann kommt irgendwann so eingebildete oder eingefädelte Minisachen, die er dann irgendwie, wo er richtig reagieren muss oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wieso nicht? Wegen des Typen, den er da beschützen soll. Wieso? Ist der so wichtig, ja? Nee, der ist nicht so wichtig. Aber na, dann ist es doch perfekt. Der Konzern will Bodyguards ausbilden. Der gehört auch ein bisschen Praxis dazu. So, jemanden auch mal einfach es mit jemandem 24-7, wenn nötig, oder was weiß ich, wie lange der arbeitet, auszuhalten, die Fresse zu halten, seinen ganzen Scheiß zu ertragen. Was weiß ich, ständig aufmerksam zu sein, das musst du erstmal, da musst du auch mal einen Praxistest machen. Und wenn der Typ nicht so wichtig ist, dann testest du das an dem, ist doch scheißegal, aber jemanden hat er noch nicht, ist doch geil. Ja, sie zeigt ihm das Video mal. Passt das zu einem Typen in Ausbildung? Du, keine Ahnung. Ich bin kein ausgebildeter Bodyguard. Hätte er sein können. Der wirkt so koordiniert. Ja, gut. Versuch erstmal, ich meine, so alt ist er jetzt noch nicht, menschliche Reflexe rauszukriegen und durch irgendwelche anderen zu ersetzen. Ist gar nicht so einfach, denke ich. Okay. Es kann sein, aber ich weiß es nicht. Aber ich sag mal, als Ausbildungssegment eine Cola-Dose runterzuschmeißen, das ist tatsächlich merkwürdig. Naja, ich weiß nicht, sind ja auch nicht alle professionelle Bodyguard-Ausbilder. Also. Nee, egal. Das sind sie nicht. Du, ich kann dir echt nicht mehr sagen, keine Ahnung. Hätte ja sein können. Schade. Ich habe jetzt auch keine krassen Kontakte zu Bodyguards oder sowas. Das heißt, ich kann dir da auch jetzt auch nicht sagen, was das für einer ist. Okay. Der kommt ja auch nicht irgendwie bekannt vor oder so. Nee. Ach stimmt, der könnte das haben. Warte mal. So, ein Skill auf 1. Das bringt was. Ah, warte mal, der Bewegungsablauf, ne? Na, Deli hat's was gebracht. Na, mir hat's auch gerade was gebracht mit 3 Erfolgen. Okay. Der Bewegungsablauf, ne? Ja. Den habe ich aber schon mal gesehen. Zum Beispiel bei mir, das sind Talentleitung. Und du wirst niemanden als Bodyguard ausbilden oder zulassen mit Talent. Also vielleicht, wenn du übelst bescheißt und sonst was für Lappen dort irgendwo hinstellst. Aber eigentlich nimmst du keine Bodyguards mit Talentleitung. Die denken ja nicht, die machen ja dann nur.
Aber das hier, wie die Hand an die Waffe geht, das ist so mechanisch, das ist eindeutig Talentleitung. Talentleitung? Da übernimmt auch jemand die Kontrolle. Okay. Ja. Siehst du das hier, guck mal, der nimmt die, wenn ich da jetzt, warte, er zeichnet einen Pfeil ein und, also er zeichnet ein Dreieck zwischen die Beine. Guck mal, der kann seinen perfekten rechten Winkel reinballern und die Beine haben den perfekten Abstand, so dass er einen richtig guten Stand hat, aber der weiß gar nichts damit anzufangen, was seine Beine machen. Der steht sicher und weiß nicht warum. Okay. Die sind aber nicht besonders gut. Also das ist schon die günstigste oder zweitgünstigste Ausführung, vielleicht die günstigste. Okay. Also ein Low-Budget-Pseudo-Bodyguard. Oder was anderes, keine Ahnung. Also das müsste halt schon ultra-Low-Budget sein. Okay. Und, also, ja, doch, ultra. Alles klar. Ach so, und warte mal. Petrowski. Und Petrowski erwartet eigentlich nicht so viel Cyberware an den Bodyguards. Das macht ja eher Parashield. Ich meine, klar lassen die auch zum Teil ihre Leute aufrüsten, aber nicht mit Cyberware, sondern eher mit Bioware. Okay. Oh. Super. Ich danke dir bis hierhin. Kommen wir also zu meiner Forderung. Na dann lass mal hören. In 7 Tagen in 10 Tagen müsste ich mal, ohne dass mich jemand schräg anguckt, bei euch durchfahren. Ihr dreht euch schöne weg. Egal wie ich aussehe. Und egal wie meine Karre aussieht. Dann müsste ich aber trotzdem wissen, wie deine Karre aussieht und wie du aussiehst, damit ich weiß, bei wem ich mich wegdrehen muss, denn ich bin die Einzige, die dich kennt. Na pass auf, du kriegst einfach das Kennwort dann durch die Matrix Pink Lady, schöne verschlüsselt. Und dann komme ich innerhalb der nächsten 5 Minuten durch. Das wäre trotzdem hilfreich, wenn ich irgendwas habe. Das weiß ich aber noch nicht. Alles klar. Ich kann mein Auto-Icon zu einem Apfel machen. Das ist quasi eine Pink Lady. Okay. Kriegen wir hin. Okay. Du holst uns dann aber keinen Bullenkonvoi durchs Gebiet, oder? Die würden sich ja mit euch nicht abgeben. Ihr guckt euch, ihr dreht euch ja um. Ja, ich meine ja nur. Alles klar. Keine Ahnung, kann sein. Jo. Gut. Mit mir im Auto werden vermutlich noch 4 bis 5 andere Leute sein. 4 bis 5. Ja. Das ist ein großes Auto. Hm. Boah, ich hab's Matlack drauf. Das Ding hat auf jeden Fall dann außen schönen Apfel. Zumindest mal kurzzeitig. Alles klar. Sind wir im Geschäft. Organisiere ich dir. Das ist schön. Erreicht dir die Hand. Gut. Solange mir deine Jungs keine Sprengsätze aus dem Fenster schmeißen. Nee. Und keine Knarren aus dem Fenster halten. Dann wenn die Bullen hinter mir her sind, schon. Ah, nicht bei uns vor der Haustür. Naja, Turf ist groß. Gut.
Er hält dir immer noch die Hand hin. Nimmt sie. Sehr gut. Alles klar. Sie steht auf. Dann. Bis denn. Bis dann. Sie geht. Dum, dum, dum. Und macht das klar. Passt. Gut. Sie gibt die Infos weiter an Kaban. Talentleitung. Die sind natürlich nicht so abartig teuer wie in SR5, ne? Die sind ziemlich günstig. Ja, das habe ich mir gedacht. Ansonsten hättet ihr jetzt einfach sagen können, wir nehmen uns diesen Nichtskönner, schneiden dem das Ding raus und sind reich, Junge. Ja. Okay. Das ist üblich, was man in SR5 macht. Um Geld zu verdienen, Leute schlachten. Ja. Decks und Talentleitung, dann hast du ja für dein Leben ausgesorgt. Genauso richtig. Wie in SR4 kommen links. Es war einfach wunderbar. Das ist einfach kein Vergleich. Ich weiß, dass das eigentlich kein Vergleich ist, aber trotzdem lohnt es sich in SR4 einfach auch Comlinks zu klauen, weil du an die Dinger so leicht rankamst. Das mag sein, aber 200.000 Nuyen Talentleitung, die du in vielen Lohnsklaven eigentlich noch in SR4 verbaut hattest zu klauen, ist ein bisschen geiler. Das ist absolut richtig. Aber weniger abartig ist es, Comlinks zu klauen. Das stimmt. Wo du für ein so ein Ding, selbst wenn du die Hälfte des Wertes erstattet bekommst, schnell mal 2k gekriegt hast. Das stimmt. Boah. Da hast du 5 Comlinks im Monat geklaut und hast ein gutes Leben gehabt. Oh, ich sehe gerade, der hat ja an seinem Cyberarm zwischen Hand und Handgelenk so Röhrchen, ne? Wenn da mal keine Goldfische durchschwimmen. Das war jetzt aus Prinzip, oder? Na, ich habe es gesagt, also schwimmen sie da auch durch. Okay. Schön in der Reihe. Wie so eine Ameisenstraße. Genau das nämlich. Ernsthaft? Ja. Siehst du, eine Ameisenstraße in so einem Cyberarm wäre auch lustig. Eine Ameisenfarm würde leider nicht gehen. Schade. Ich glaube, das Geruckel macht ihn ein bisschen wahnsinnig und kaputt und tot. Okay, also warum hat jetzt so ein Typ ein Bodyguard, der eigentlich kein Bodyguard ist, mit Talentleitungen, die billig sind, und ein Typ, der einfach nix kann. Also ein Bodyguard, der eigentlich nur aussehen soll wie ein Bodyguard, vermutlich. Ich meine, das ist dasselbe, wie wenn ich mir ein Wissenssoft reinschmeiße oder irgendwie mir den ganzen Scheiß versuche anzulesen und so tue, als wäre ich eine Studentin. Weil seine Eltern erpresst werden und er Angst hat, jetzt in seiner neuen Position auch erpresst zu werden. Entweder das oder der Typ ist sogar vom, je nachdem, wie. Oder ist vom. Ja, der ist von dem jeweiligen, von der Partei der Ungeliebten irgendwie gestellt, irgendwie, um quasi eine permanente Bedrohung für die Eltern zu sein, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wie wirkt denn der Junge diesem Bodyguard gegenüber? Von dem, was ich sehen kann, erkennen kann, wie auch immer. Ja, mach doch mal Intuition und Charisma. Du darfst natürlich auch, Daddy. Ich habe 6 Erfolge. Was ist denn dein Limit? 6. Fuck you. Daddy, du musst nicht mehr. Also. Aber ich will. Geil, Leute. Dann gib mir aber bitte jetzt einen Patzer. Nein, er hat jetzt auch 5 Erfolge. Na gut, fast. So, der Junge scheint allgemein einigermaßen freundlich zu sein. Ne? Also der ist ja schon in einer Schicht, wo er eigentlich jeden anspucken müsste, der unter ihm lebt. Macht er gar nicht. Loser. Theoretisch müsste der Bodyguard, selbst wenn es ein einigermaßen richtiger wäre, ich meine, jetzt wenn es jetzt kein Übertyp wäre, ja auch nochmal 1-2 soziale Leitern und finanzielle Leiter unter ihm stehen. Der behandelt ihn aber nicht nur einigermaßen freundschaftlich, der hat ihn ja jetzt schon seit, keine Ahnung, 2 Wochen, 3 Wochen. Und freundlich, sondern es ist tatsächlich eher, als würde er ihn wie jemand behandeln, der über ihm steht? So halb. Aber eher auf so einer Mentorschiene.
Also es ist auf jeden Fall kein Angstverhältnis, es ist kein unwilliges Verhältnis von ihm. Die lieben sich auch nicht, aber es ist auf jeden Fall eher so die Richtung Mentor. Und als hätte er nichts von ihm zu befürchten. Ist das vielleicht tatsächlich irgendein Verwandter oder Kumpel, der meinen Job besorgt hat? Lass mal, also, die sind in einer Sekte, deswegen geht auch das Geld zu Geld, wird gespendet. Und der Typ, der jetzt der Bodyguard ist, ist wirklich sein geistiger Führer, sein Agentenführer quasi, der jetzt eingeschleust wird. Also, ne, der ihn unterstützt bei der Einschleusung. In der Tat sieht man ja bei beiden, das könnte vielleicht gar keine Evo-Augenmodifikation sein, vielleicht sind das ja irgendwie, Gott, wie heißen die Scheißer jetzt? Ah! Insektenaugen, Facettenaugen. Genau! Und dann kommt ein Ares Firewatch-Team! Ist das eher bam 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 oder ist eher so ein pam 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 pam? Es ist vor allem... Oder ein Ratatatatam? Nee, Flammenwerfer. Immer Flammenwerfer. Und ich dachte Insektenvernichtungsmittel. Die helfen ja nur so mittelmäßig. Und Zauber! Und dann kommt ein Torhammer und Moskau ist platt! Siehst du, mächtiges Badabum, da möchte ich auch gerne mitmachen. Das waren die White Russians. Nächste Runde wird spielen in Jugoslawien. Viel Spaß und fickt euch. Penis garage. She makes things so very convenient for me. She's my all-night penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis. So, meine kleinen Rittersporne. In der Folge war ja jetzt gar nicht viel. Was willst du da groß zu sagen? Nicht. Genau. Die Sache mit den beiden Lappen wird sich dann, also nicht meinen kleinen Lappen, sondern den Evo-Lappen, nächste Folge aufklären. Und dann geht's weiter. Die Musik ist von Lamprey mit dem Titel Parasite auf dem Album The Green Grass und von The Cheese Mice mit Cheese Mice aus Penis Garage. Das Videobild ist von Evil Chee mit Dilloomster, ja, recht auch scheiß in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal, kleinen geilen Mills Bros.